Noch selten jemand gehört, der so gut Mundharmonika spielen kann wie du, Carrie. Carrie, pack deine Beine in die Hand. Verpiss dich, Mann. Wieder gehört, Mann. Hier gibt's ja wirklich nur den größten Dreck auf die Ohren. Geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Untertalent. Ihr seht, ich habe heute drei reizende Gäste mit dabei. Heute mit dabei der liebe Felix. Hallo. Der liebe Nico. Und Sascha. Ja gut, dann halt nicht. Fangen wir halt einfach an. Die beiden scheinen schon das Thema verlassen zu haben. Wir haben wieder beim Untertalent super geile Kandidaten. Ich würde sagen, bevor das Video losgeht, möchte ich jetzt doch einfach mal die Zeit nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Ich denke, es geht auf deinem Kanal, oder? Super, habe ich mir schon fast gedacht. Leute, ihr könnt jetzt meinen neuen Merch abchecken. Unter anderem dieses T-Shirt, wo man gerade nichts erkennen kann. Einfach auf die Webseite www.ichwilleinsportwagen.de, dem Video da fortfahren. Alles klar, Leute. Fangen wir einfach mal an und move den ersten Kandidaten nach oben. Nico, du kennst das Prinzip, oder? Super, habe ich mir schon fast gedacht. Super, alles klar. Nico, bitteschön. So, fang an mit deiner Löffelmusik. Hallo? Ja, hallo. Ja, du darfst anfangen. Jo, warte. Okay. Jungs, seid ihr auch so gehypt wie ich? Okay, so. Jetzt, ja, mega. Jetzt. Okay, passt auf. Okay. That's my jam. Wie bitte? Nee, mach ruhig weiter. Ist es jetzt Pantomime oder was? Ja. Oh. Nächster, bitte! Ja, fand ich jetzt auch okay, ehrlich gesagt. Ja, was war denn das gerade? Schon wieder richtig beschissen an. Es sind Redis. Moment, kurz Moment, Jungs. Ganz kurz Moment. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, liebe Leute. Ich bin heute auch mit von der Partie. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem freudig angeregt, dass ich heute in dem Video auch mit dabei sein darf. Danke, lieber Revi, für die Einladung. Unterm Strich wollte ich jetzt kurz noch was losgeworden sein. Hm. Oh nein. Alles klar. Mann, komm. Super, dann fangen, würde ich sagen, hier, Carrie, die spielt nämlich... Ich würde ganz kurz fragen, wer ist denn hier eigentlich dieser Felix, der dabei ist? Das ist Rotpilz. Das ist ein Geheimnis. Rotpilz? Minecraft-YouTuber. Ja gut, Rotpilz, oder der Name sagt Eichel mir auch nicht. Alles klar. So, wow. Carrie, du kannst River Flausenio spielen. Ja, spiel mal. Ja, Moment, bitte, Entschuldigung. Oha, was geht bei dir, Digga? Beruhig dich mal! Och du Scheiße, das ist nichts. Okay. Moment. Was hast du für ein Talent heute mitgebracht? Was hast denn du heute für ein Talent mitgebracht? Ich kann Klavier spielen. Klavierspieler, oder was? Ja! Oh, cool. Dann du, ich bin ganz, ganz gespannt, was jetzt. Fang doch einfach mal an jetzt! Meine Fresse! Okay! Ah, Leute, danke! Sehr, sehr guter Beitrag! Ganz, ganz großes Kino an dieser Stelle! Ich bin gespannt auf den nächsten Kandidaten, meine Damen und Herren! Ist das dein Scheiß Ernst? Noch selten jemand gehört, der so gut Mundharmonika spielen kann wie du, Carrie! Carrie, pack deine Beine in die Hand! Verpiss dich, Mann! Wieder gehört, Mann! Hier gibt's ja wirklich nur den größten Dreck auf die Ohren! Alter, die Ziehharmonika wieder, die Ganz, ganz großes Kino. Oh, super. Nächstes Mal findet ihr die gute Dame oder den Herrn, der war es nochmal, auf der Straße in Köln mit seinem Flügel oder ihrem Flügel. Ganz, ganz großes Kino, schaut auf jeden Fall vorbei. Das super, du kannst das German Let's Play Intro. Ich sehe jetzt schon wieder in den Kommentaren, bevor der nächste Gast hier kommt, so: Hey, InScope und Sascha, die sind voll blöd, die weil die Carrie war jetzt echt nicht schlecht. Jungs, die war scheiße! German Let's Play Intro. Ja, mach mal. Hallo? Hallo? Ja, mach jetzt! Ey, Mann! Chill! Nee? Okay. Was bringst du heute für ein Talent mit? Hab ich mir schon fast gedacht. Was willst du heute machen, hallo? Ja, hallo? Was machst du heute? Frag ihn nicht, fang. Er soll einfach anfangen. Ja. Fang einfach an. Ja, fang an, komm. Ja, halt den Maul. Bitte, was haben Sie gesagt? Dubstep Intro. So ist da. Ich hab gerade ein schlechtes Herz schon wieder, oder? Das ist doch ein Prank. Meint ihr das gerade erst, oder was? Hallo? Warte mal ganz kurz, ich habe eine Frage. Was genau soll das darstellen? Ja. Moment, ich würde ganz gern kurz antworten bei dir. Ja?
darf ich an der Stelle auch ganz kurz noch was anmerken? Ja. Nächster bitte! Super, alles klar. Guten Tag, was kannst du? Was ich kann. Ja. Ein Diss-Track gegen mich. Ja, dann mach. Okay, dann komm. Okay. Warte, ich geb dir. Ah, du hast schon Beat, okay. Warte, soll ich anfangen? Ja, mach, jetzt? Ja. Okay. So, dann schaue ich jetzt noch in meinen Soundmanager, ob da alles okay ist. Schau da mal rein in den Manager. Machen, so. Ne? Oh, gewaltet! Guter Beat auf jeden Fall. Revi ist ein Honk, denn die Nutte ist traurig und hat kein sexy Bart wie Kronk. Mit dem Bart meine ich nicht etwas Haariges, sondern Mario Bart. Ich furze Revi an, auf Englisch heißt es Fart. Revi ist ein Hurensohn wie der Sohn einer Hure. Außerdem macht er wie eine Kuh Mu, yeah. Er ist dreckig wie ein Schuh, ja. Revi ist der größte Hurensohn. Ja, Revi, der größte Hurensohn bist du. Ich bin ein krasser Motherfucker, wie der Buchstabe U. U wie dieser Ultimate Best-Offs. Und wenn es die Pest gäbe, wäre es Ultimate Pest-Offs. Hey, Digga, heftiger Flow. Wie Tracker, deswegen scheiße ich ihn in den Dreck. Kurz, ja, ey, Mann, ich kann ohne Fire, Bro. Man kann Digga, sagen, Revi ist dein No. Pause, hallo. Alter, was war das für eine lyrische Zerfickung? Celebrate success, right? Ich muss echt sagen, also gerade von den, wenn man einfach mal deinen Gesang oder was auch immer weglässt und so einfach mal auf die Lyrics achtet, muss ich sagen, also wahrer geht's ja gar nicht. Das war ja einer der realsten Songs, die ich in meinem Leben gehört habe. Natürlich, Alter, ich habe locker 5 Wochen für den Text gebraucht. Super. Weil ja, das Ding ist, guck mal. Nee, das ist ja auch bei Leuten so, die halt einfach ein bisschen dümmer sind, dass die so lange brauchen. Nein, ich muss echt sagen, Digga, du bist einer der größten hier. Wie, ich kann ihn nicht vom Channel kicken. Warte, ich kann ihn bannen, okay? Ja. Ist okay? Okay, super. Das war eigentlich sogar besser als ApoRed. Gut. Ich muss aber echt sagen, ich bereite hier mein Airhorn vor, um das zu unterbrechen und die Leute checken es einfach nicht. Jetzt kannst du. Julia, du kannst japanisch singen? Ja, so in etwa, ja. Okay, mach mal. Darf ich an der Stelle, Julia, ich unterbreche dich nur, Julia, ganz kurz. Ich stelle mir gerade vor, wie ich in einem japanischen Restaurant bin, okay? Und dementsprechend kommt japanische Musik, die jetzt einfach mal von dir gesungen wird. Da müsste ich sagen, an der Stelle wäre mir jetzt schon das Essen 3-mal hochgekommen. ist jetzt nichts gegen dich persönlich, aber ich kann mir da irgendwie, ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Ich weiß nicht, Jungs, wie seht ihr das? Ich habe eine Frage, was heißt denn der Text genau? Die können uns ja jetzt auch total beleidigt haben, ne? Also. Nee, ja, was heißt denn genau? Was heißt denn der Text genau? Bei dem Lied weiß ich nicht. Also du singst was, von wo du eigentlich gar keine Ahnung hast, was es heißt. Ja. Heißt, du könntest dich auch selber beleidigen. Ja, genau. Aber es macht mir nicht viel aus, beleidigt zu werden. Also das heißt, ich muss schon sagen, dein Gesang ist erste Sahne. Ey, das ist schon wieder typisch Nico, ne? Kaum ist ein Mädchen im Channel, wird die Schleime hochgeht und nachher siehst du Nico und die Julia noch in dem privaten Channel und labern. Dann ey, wird nein, er schwach. Nein, wieder nicht. Ja, Julia, ich fand das ganz gut. Nochmal jetzt hier so meine Meinung. Das Revi, war du hast eine Freundin, Alter. Ja, aber ich kann doch trotzdem sagen, dass es gut war. Ich glaube, Belix, du noch. Ich hab überhaupt nichts gecheckt, deswegen. Ja, Julia, danke schön, ne? Okay. Tschüss. So, hier kann jemand. Leon, was kannst du? Ich bin immer noch traurig. Komm, sing irgendwas und halt die Fresse. Okay. War der vorhin schon mal da? Naja, den kennt man. Das ist Stammgast, so wie Menderes. Genau. Das ist jetzt wegen dir, Mann. Hey, das ist jetzt hier schon so wie DSDS. Ey, Revi, du bist ein Opfer, alle ohne zu arschen. Immer noch ein Weg. Immer noch hier bei mir. Nach all den Jahren verfolgst du mich im Traum. Ich will immer noch nicht, dass du gehst. Ich kann es immer noch nicht gestehen. Wieso, weshalb, warum soll ich dir glauben? Ich will nie wieder meinen Kopf verlieren. Ich will nie wieder mein Herz riskieren. Ich will nie wieder solche Schmerzen spüren. Wegen dir. Ich will nie wieder allein. Gehen, wenn ich, sowas höre, ich will nie wieder so einsam sein. Nie wieder so
brauchst allein. Hey, nee, nee, jetzt mal. Jetzt mal wirklich eine ernste Frage. Hör mal auf zu singen jetzt hier! Und ich bin damit. Was ist denn jetzt hier? Ich habe jetzt wirklich mal eine ernste Frage an dich, Digga. So, weißt du, dein Gesang ist ja vielleicht so bei den Girls, ist es ja bestimmt so. Hey, voll schön und so mit dir die Zeit zu verbringen. Du kannst die Gitarre echt gut zupfen und so. Aber ganz ehrlich, was denkst du dir jetzt, wenn du bei vier Jungs wie uns hier in Dinger reinkommst? Denkst du, wir sagen dir, oh Mann, Digga, das ist echt ein guter Song geworden? Verpiss dich jetzt vom verfickten Server, verdammt nochmal, bevor ich noch hier meinen Kotzen krieg, verdammt noch einmal! User in your channel. Ja, gut, dann hätten wir das auch geklärt. Nee, dem habe ich, glaube ich, ganz gut konstruktiv die Meinung gesagt. Ich denke auch. Das ist, war ganz okay. Leute, ja. Leute, ich will euch ungern unterbrechen, aber ich stelle jetzt mal einfach eine Vermutung auf. Ja. Der Typ hier, der war mal wieder mit Elan dabei, oder? Absolut. Ihr könnt euch gerade vorstellen, was ich gerade in den Händen halte, oder? Nee, ich ungefähr. Ah, dann siehst du es beim Schneiden. Super, alles klar. So, du kannst eine Beschreibungsbestellung singen. Ja. Dann mach mal. Okay. Ich möchte einen Cheeseburger mit einer großen Pommes und eine große Cola noch dazu. Guck dich mal an, du fettes Stück Scheiße. Und, hey, Junge, wie alt bist du, Bruder? Ich bin 13. 13, oder? Welche Klasse gehst du gerade? Ich gehe 7., Bruder. Gehst du bei Hauptschule? Ja. Hauptschule? Ja. Wie ist bei dir im Klassen drin? Hauptschüler. Ist cool mit den Lehrern, gell? Ja. Hauptschüler. Ist gut, ey. Gut, ich aber ey, noch, ich nee, muss nee, ganz ich ehrlich sagen, Digga, dein Gesang ist super. Das ist klasse. Ja, sehe ich genauso. Gib dir eine 7 Minus, Alter. Ja. Und wenn du nächstes Mal hier beim Dinger reinkommst, kann ich Türsteher Bescheid sagen. Der weiß dann Bescheid, gell? Super. Bei Hauptschule keine Ahnung, ich würde an seiner Stelle nicht die Bestellung singen, sondern einfach die Begrüßung von McDonald's, weil ich denke mal, gerade du jetzt auf der Hauptschule, deine Zukunft wird halt McDonald's sein, gerade der McDrive-Schalter. Leg doch da nochmal ein bisschen mehr den Fokus drauf, gerade eher die Begrüßung und sowas zu singen, dann passt es auch. Dann kriegst du auch von mir ganz klar ein Nein. ja. Super, mach's gut, ne? Tschüss. Danke. Danke! Ja, da hat sich ja bedankt, wenigstens. So, ja, das ist hier. Evidence! Ja, Digga! Ja, Digga! Alles klar. Also, wir präsentieren euch Evidence Sonne, der altsoziale Experiment, oh mein Gott. Okay, fang ruhig an. Wie kommt jetzt mich? Okay, ich fang ruhig an. Gut. Endlich mal anständige Musik hier. Kann ja nur kacke werden. Hier. Hier. Ja. Alle! Photoshop war ein Joke, ich war dabei, nicht mal hell, wach, scheiß auf den Bett, Alter, das ballert richtig rein, Junge. Wow, du hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Nike Air. Check mal, dein Style, das ist nur ein Hundescheiß wert. Weil ich seh, ich hab so viele Sneaks, tritt einfach drauf, ja, wundermal. Ich bin mit deinem Girl fertig, du bist gleich als ich hier. Das merk ich jetzt nicht. Bruder, du wärst gerne wie ich, steck den Hand in den Himmel und du wärst gerne erwischt. Ich hab den Style und ich häng, du bist scheiße und wack. Ich find's super. Sascha, flieg weg von dir vielleicht? Sascha. Ganz kurz, Jungs, könnt ihr kurz unterbrechen? Ja. Ja, ich unterbreche mal. Ja, ich muss sagen, das war ein ziemlich sozial, ein ziemlich krasses Experiment. Ich bin 2 Meter und du hast 2 Väter. Lol. Ja, das lassen wir einfach mal so stehen, Boys. Also es war wirklich ein sehr krasses soziales Experiment von euch beiden. Ich denke mal, wenn da noch im Thumbnail ein roter Kreis drin kommt, dann schafft ihr auch vielleicht auf die Startseite Platz 3. I don't give a fuck, Lol. Abonniert den Sachen auf YouTube. Alles klar. Ja, Leute, sind wir durch? Das war hey, was ist das für eine Scheiße hier? Hey, ist mega das Format, oder? Ey, was geil. Ist das für eine Scheiße? Du bist sowas von neidig da drauf, Nico. Ich weiß nicht ganz genau. Neidig. Ja, Mann, ich bin neidig. Leute, bei 200.000 Likes, bei 200.000 Likes wird InScope ein Placement hochladen von Oral-B mit der Zahnbürste auf seinem Kopf. Ja, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Schaut auf jeden Fall bei den 3 Jungs vorbei. Genau. Ne? Jetzt warte mal ganz kurz. Wisst ihr, für mich hatte das Video einen Part, wo es angefangen hat. Mhm. Dann sind nur noch Wichser gekommen. Ja. Und jetzt ist es schon vorbei. Wo ist der Hauptteil? Das war's. Ich wollte noch richtig in Fahrt kommen. Das kannst du noch. Wir nehmen ja noch eine Folge auf. Dann macht's gut, Leute. 100.000 Daumen hoch und Sascha. Wie beim letzten Mal. Das Video ist jetzt noch nicht vorbei. Rebi, ich kann.